Die Frage in diesem spontanen Video ist: Sind Atheisten und Agnostiker spiritueller als Glaubensmenschen? Und die Antwort ist ein generelles und klares Ja. Dombi-Zuchtplantage. Warum du anders bist, wenn du dich für solche Themen interessierst. Ja. Warum? Die Glaubensmenschen der abrahamitischen Religionen, also auch im Hinduismus, besonders im Buddhismus, im Taoismus und so weiter, sind grundsätzlich reaktionär. Sind Menschen, die haben genug von diesem Leben, sind angewidert von den Menschen und flüchten sich aus dem Leben hinaus in irgendeine Komfortzone, wo sie nach Trost suchen, wo sie Erleichterung suchen, wo sie ja, sich von den Schrecken des Lebens erholen. In einem Glauben. In einem Glauben, wonach die Gebeutelten und Armen und zu kurz gekommenen, die sind, die das Himmelsreich erreichen. Ja, es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum, nämlich nicht die Armen sind die, die ins Paradies kommen, sondern die Tüchtigen. Die, die sich dem Leben und den Herausforderungen stellen, die an ihrem Gros arbeiten, an ihren eigenen, als auch an dem Gros der Gesellschaft. Diese Glaubensmenschen hätten zum Beispiel nie so was Schönes vollbracht wie hier, weil ich jetzt zufällig an diesem Truck vorbeikomme. Seht euch den am Truck einmal an. Das ist schön. Das ist schön. Seht ihr da oben die Auspuffe? Ich bin jetzt kein Technikfreak, aber schon einen Sinn für das Schöne. Also diese heiligen Bilder in den Kirchen sind eigentlich nicht das, was ich als schön bezeichne. Im Normalfall, es gibt auch schöne heilige Bilder. Also Design und Funktionalität sollte auch der Mensch haben, dass er vor Gott und den Göttern bestehen kann. Evolution, der Sinn des Lebens, und wer sich dem Sinn des Lebens verschließt, nämlich ein Wachstum hinsichtlich einer Ordnung, einer höheren, effizienteren, schöneren Ordnung, der hat das Himmelreich nicht verdient. Martin Heidegger nennt dies die Sorge. Die Sorge um die Menschen, die Sorge um die Dinge, die Sorge um die Natur. Und in der Sorge, wenn man sich der Sorge hingibt mit Tat und Hingabe, dann, wenn man auch noch hineinruft in das Universum, öffnen sich die Schleusen zur, sage ich jetzt, metaphysischen Welt. Das ist dem Glaubensmenschen verwehrt. Der Glaubensmensch ist ein Reaktionär, angewidert vom Sinn des Lebens, den ja die Atheisten oder sogenannten Materialisten ja auf ganz natürliche Weise vollziehen. Ein Materialist möchte wachsen, ne? Materiell wachsen. Er möchte ein schönes Auto haben, er möchte ein schönes Haus haben, er möchte mit einer Frau eine Lebensgrundlage bieten, er möchte oder sie möchte saubere, schöne Kleider haben, einen Stil haben, auch die Welt sehen, in der Welt herumreisen, und genauso soll es sein. Das hat alles mit dem Grow zu tun, mit dem Wachstum, und zwar nicht nur mit dem persönlichen Wachstum, sondern auch mit dem universellen Wachstum aller Menschen. Es ist so, sozusagen der Sinn des Lebens und die Notwendigkeit der geistigen Welt im Menschen veranlagt. Ja, durch Genetik und Reizhunger einfach veranlagt, einfach in ihm drinnen, muss gar nicht erst erweckt werden. Das heißt,
die wahre Richtung, Richtung vom Richtungssinn und richtig, ist dem Menschen schon eigen, indem er strebt. Wie heißt es bei Goethe? Faust. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Auch bei Konfuzius finden wir das wieder. Der Edle ist derjenige, der versucht, die Dinge zu entwickeln. Auch bei Aristoteles mit der Entelechi, das heißt, die Materie ist Material und die Aufgabe des Menschen ist es, dem Material eine Form und Funktionalität zu geben. Die Welt, so wie sie ist, so wie wir sie antreffen, in ihrer natürlichen Art und Weise, ist doch kein Abweg. Das wäre ja satanisch, zu sagen, ja, das alles ist ein Abweg, das alles ist ein Irrtum. Nein, es ist, die Realität ist die Realität. Der Irrtum, der Abweg ist zu finden in den verstiegenen Glaubenskonfessionen.